Heute wieder mal zu Gast der MFG-Club-Obmann Manuel Krautgartner. Schönen Nachmittag, guten Morgen oder schönen Abend, je nachdem, wann Sie sich das Video anschauen. Danke für die Einladung wieder mal, Herr Brückl. Manuel Krautgartner, für die, die Sie noch nicht kennen, vielleicht stellen Sie sich kurz vor. Ich bin Clubobmann im MFG-Club im Oberösterreichischen Landtag und wurde da letztes Jahr, Ende des Jahres, gewählt dazu. Und wir sind da mit einem sehr beachtlichen Ergebnis das erste Mal in den Landtag eingezogen. Die Partei MFG ist in Österreich ja bekannt geworden dadurch, dass sie sehr kritisch ist gegenüber den Maßnahmen zu Corona und auch gegenüber der Corona-Impfung. Jetzt steht ja die Bundespräsidentenwahl bevor. Die MFG startet mit einem eigenen Kandidaten. Aber zuerst behandeln wir mal den aktuellen Bundespräsidenten. Viele Leute sind mit Alexander Van der Bellen unzufrieden und wollen ihren Protest mit einer ungültigen Wahlstimme kundtun. Ist denn das eine sinnvolle Maßnahme? Ungültig wählen ist aus meiner Sicht immer eine durchwegs schlechte Entscheidung. Warum? Weil alle größeren Parteien dadurch profitieren. Ich möchte es anhand von Zahlen klar machen, damit man ein Bild dafür hat. Und zwar, wenn jetzt der Partei möglicherweise ein Wahlziel von 12% hat und 5 Millionen Menschen wählen, dann bräuchte man sozusagen laut Adam Riese 600.000 Menschen, damit das Wahlziel erreicht wird, also das Wahlziel von 12%. Wenn aber bei diesen 12% nur 1 Million gehen würden, braucht man nur 120 Stimmen. Das heißt, alle Nichtwähler, alle, die nicht wählen, alle, die ungültig wählen, fördern die Großparteien. Also in dieser Klarheit muss das gesagt werden. Und deswegen der Aufruf von mir persönlich an jeden oder für jede, gehen Sie wählen, Sie machen einen Unterschied. Das heißt, wenn man ungültig wählt, ist es sozusagen eine halbe Stimme für Van der Bellen. Genau. Also jeder, der von größerem oder der ein größeres Marketinginstrument hat, so wie der Van der Bellen, profitieren davon, wenn man nicht wählen geht. Geben Sie Ihre Stimme ab. Behalten Sie Ihre Stimme, aber geben Sie sie ab und kreuzen Sie an. Jetzt ist ja nicht nur der Gegenkandidat der MFG im Rennen, sondern auch andere, zum Beispiel Gerald Gross, der bis nach Deutschland bekannt ist als Kommentator, auch im österreichischen Nachrichtensender oder von der FPÖ Walter Rosenkranz. Die FPÖ ist bekannter, älter und hat sicherlich auch um einiges mehr an Marketingbudget als wie die kleine MFG. Warum sollte man sich denn nicht für den stärkeren Gegenkandidaten wie zum Beispiel Walter Rosenkranz oder für den bekannteren wie Gerald Gross entscheiden? Und warum sollte man sich dafür für Michael Brunner von der MFG entscheiden? Ja, wir sind jedenfalls nicht die kleine MFG, sondern die großen Newcomer. Und das ist auch mitunter der Hauptgrund gewesen, weswegen damals alle Systemparteien abgestraft wurden. Und die MFG mit über 7% und 3 Abgeordneten in Österreich zum Landtag gewählt wurden. Und weil alle anderen, ob Gross oder Rosenkranz, in Systemparteien groß geworden sind. Beim Gross erinnern wir uns FPÖ, dann Absplittung BZÖ, auch wenn er über die Grenzen bekannt ist, geht es darum, dass er in dem alten System der Politik groß geworden ist. Und das Zeichen nicht nur der MFG, sondern der Bevölkerung ist doch eindeutig, dass wir das gemeinsam nicht mehr wollen. Die Zeiten sind vorbei, dass wir diesen systemtreuen Politikern und diesen althergebrachten Politikern das Vertrauen schenkt. Wir sind zu einer Wahldemokratie verkommen. Wir haben den berühmtesten Bundeskanzler, den man weltweit haben kann, der nämlich den letzten Platz im Ranking einnimmt. Wir haben uns also weltweit ausgezeichnet in Österreich, dass wir eine Politik haben, die der überwiegende Anteil der Wähler nicht mehr mittragen. Und das ist der Grund, weswegen man an Michael Brunner unbedingt als Bundespräsidenten brauchen, weil wir neue Ideen brauchen.
neue Ansätze und Möglichkeiten, das Vertrauen in die Politik, die gemeinsam mit unseren Wählern mitbestimmt wird, wieder zu fördern. Wie sieht denn das neue System der MFG aus? Sie haben ja gesagt, alle anderen sind aus dem alten System. Wie ist das neue? Naja, es muss, also ganz klar muss mal sein, dass die Gewaltenteilung wieder dorthin kommt, wo sie hingehört, dass die Gerichtsbarkeiten unabhängig sind aufgrund der rechtswidrigen Verordnungen und den VfGH, der unterwandert ist aufgrund von Systemparteien, die schon seit Jahrzehnten in dem System walten und verwalten. Sind das nur zwei Gründe davon, dass wir eine neue Idee und einen Michael Brunner brauchen? Eine dritte, es muss doch möglich sein, dass wir Minister, so wie bei jeder Geschäftsführung auch, mit Persönlichkeitswahlrecht abwählen. Wenn wer rechtswidrig gehandelt hat, wenn wer aufgrund von Gesetzen, die er selbst gestellt hat und die dann aufgehoben worden sind von VfGH, eindeutig rechtswidrig gehandelt hat, dann muss der von der Bevölkerung abgewählt werden müssen können. Nur drei, vier Beispiele. Richter, die von der Bevölkerung gewählt werden und nicht bestellt von den herkömmlichen Systemparteien. Förderwesen, vierte Gewalt, Medien, die eigentlich Medien, auch ein letztes Thema, da bin ich eh schon in Rage zu dem Thema. Es ist doch eine Unart, wenn man jeden, ob das der Gross ist, der Rosenberg und wie sie alle heißen, Brunner, Van der Bellen, die sollen doch alle in den öffentlich-rechtlichen Medien die Möglichkeit haben, sich zu präsentieren. Na, was passiert? Man sieht nur einen Van der Bellen. Das ist ein No-Go. Es geht nicht in einem öffentlich-rechtlichen. Da geht es um Transparenz. Und Transparenz bedeutet, dass man die eine Seite sich anhört und die andere. Und die Bevölkerung sich dann ein Bild macht, wer zu wem passt. Das ist Transparenz, aber nicht eine einseitige Berichterstattung. Der Punkt mit dem Abwählen der Minister hätte mich noch interessiert. Wie würde das funktionieren? Also, wir haben alle 6 Jahre eine Nationalratswahl. Sollen wir jetzt jedes Jahr eine Wahl machen mit einem Wahlzettel, wo man ankreuzen kann, welchen Minister man abwählen will? Oder wie würde das funktionieren? Konkretes Beispiel, also die Details muss man nur sich genau anschauen, wie viele Wählerstimmen man dazu benötigt. Aber ein ganz einfaches Beispiel, die ausgezeichneten Gesundheitsminister unserer letzten Tage, Wochen und Monate, die sich ja wie die Unterhosen wechseln, sorry für diese Ausdrucksweise. Wenn man weiß, dass jemand sein Amt nicht gut, ich drücke es mal vorsichtig aus, wenn nicht sogar schlecht besetzt, dann muss es doch möglich sein, dass aufgrund von einer Volksabstimmung mit beispielsweise, wenn 10% des Volkes sagen, wir wollen den nicht, dann muss das im Nationalrat behandelt werden. Das wäre eine Möglichkeit und im Nationalrat braucht es dann möglicherweise eine Zweidrittelzustimmung dafür, dass er noch im Amt bleiben darf oder auch nicht. Es muss auf jeden Fall öffentlich diskutiert werden, dass ein Minister vom Volk her auch bestellt wird und nicht nur von den internen Kreisen. Ein konkretes Beispiel. Wir dürfen gespannt sein, Herr Krautgartner. Vielen Dank fürs Gespräch. Danke.